Und damit ein herzliches Willkommen zu ja, einem Video, wo ich alle neuen Maschinen im LS19 zeigen werde. Vorab, tut mir leid, sollte ich eine Maschine übersehen haben, vergessen haben, weil ich dachte, die war schon drin oder so. Aber ich hoffe, ich habe wirklich jede erwischt, ne? Jetzt mal, ich laufe einfach erstmal vorbei und ja. Jetzt mal hier den Fiat am Anfang, dann Valtra. A-Serie war es. Der, Moment, muss ich spicken. Der Favorit 511 C. Dann der, wie heißt die Kiste nochmal schnell? Armatrak 1104. Common Rail. Jo. Dann der, der Case IH 700 210er. Oh. Dann der Case Maxim, ich finde den so schick. Case Maxim 115. Die Bezeichnungen können sich natürlich auch unterscheiden, wenn man andere Motortypen macht. Ich habe jetzt überall die kleinste Version gekauft, übrigens. Ne? Genau. Dann hier der Steyr Profi. Das ist mir jetzt die Nummer zu blöd. Der 6M. Der Fast Track. Der kleine Fast Track. Dann der 6R. 7R und 8R. Mir fällt gerade übrigens auf, wo die hier so nebeneinander stehen, ne? Irgendwie ist da 7R und 6R so hoch und dann der 8R wupp, abgesunken. Warte mal, das wollte ich sowieso mal gucken in der Innenansicht. Merkt man. Ein bisschen. Man ist auch nicht so groß jetzt der Unterschied, aber er ist da. Egal. Latschen wir wieder nach da hinten. Das waren jetzt so die. Ich nenne sie jetzt mal kleineren Traktoren, dann kommen jetzt hier die. Dann noch zuerst der große Fast Track, dann der 1050. Dann der 8RT auf Ketten. Der 900, 800er Challenger. Dann hier der in Fendt Design. So, nee, ist 900er, oder? Wir sehen es gleich im Shop. Dann der Hulk LKW. Der. Ach, Scheiße. Der große LKW. Namen vergessen, verdammt. Der New Holland Drescher, der alte, der New Holland TX 32. Dann der Rostemasch, der kleine. Der Nova 330. Übrigens, den großen Rostemasch, den habe ich jetzt nicht dazu gezählt, weil den gab es ja als Mod oder halt als DLC von Giant, sag ich jetzt mal, so als gratis DLC Pack, wie ihr es nennen wollt. Das habe ich denen jetzt mal nicht dazu gezählt. Genau, dann den kleinen John Deere Mähdrescher T560i. Jo. Dann dahinter versteckt sich noch der Rostelmarsch Häcksler. Tippenbezeichnung bitte nicht. Okay. Doch da. Der RSMF 2650. Dann machen wir hier hinten nochmal weiter mit dem Ideal. Jetzt natürlich als 8 und 9T-Variante. Da hat man schon mal ein bisschen Angst vor dem Ding, ne? Naja. Dann der große John Deere Drescher S790. Und das Flaggschiff von Krone, der Big X. 1180. Übrigens 1180, ne? Was ich hier übrigens mal gucken wollte. Ja. Schick, ne? Na gut. So, das jetzt von den Maschinen so von außen gezeigt. Wann geht's hier überhaupt runter? Egal. Dann gucken wir uns die noch im Shop an, ne? Kompakttraktoren. Der Fiat. Gibt es nur in zwei Varianten. Nicht zwei Reihen. Man kann nur die Reifen wechseln. So. Gibt es einmal Standard Breitreifen. Haben wir Vergleich. Dann Zwillingsbereifung hinten. Pflegebereifung. Und Standard. So. Dann der Valtra A-Serie. Gibt es in verschiedenen Farben und Formen. Ich finde es übrigens cool. Übrigens nochmal so am Rande, dass hier die
Markenfarben oder halt Markennamen, Farben, ne, mit drin sind. Gibt es natürlich auch als Felgenfarbe, man kann auch case-rote Felgen machen, wie man es will. Okay. Dann, genau, hier, Konfiguration, gibt es das 500 Kilo Frontgewicht. Das spackt hier irgendwie ein bisschen rum. Hallo? 500 Kilo Frontgewicht und Standard. Genau. Dann die Reifen Teleborg und Nokia. Nokia sind halt dann hier die Kommunalreifen. Dann gibt es Standard Radgewichte. Hier, Radgewichte, Breitreifen und Breitreifen und Radgewichte. Und natürlich die Pflegebereifung. Und natürlich die Zwillingspflegebereifung. Ich frage mich gerade, ob die was kaputt machen, ob das jetzt oder ob das jetzt wirklich hier so Alpin-Zeug ist. Obwohl für Alpin sind die ein bisschen zu weit außen, oder? Die sind eigentlich normal, immer ganz dünne Reifen, normal, ganz dran. Halt, ne? Und Standard. Motorausführung 104A und 114A. Oder halt A114. Genau. Hat dann 10 PS mehr. Genau. Dann der Favorit. Gibt's auch Teleborg und Nokia. Irgendwie sehen Nokia schon cool aus. Ne? Na gut. Auf jeden Fall gibt es Standard, Breitreifen, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingspflegebereifung. Sind die hier ganz nah dran? Ne, haben auch einen Spalt. Gut, dann Zwillingsbereifung normal und ja, Standard. Dann auch verschiedene Motorausführungen natürlich. Einmal mit 115 PS und einmal mit 150. Frontladeranbau natürlich auch. Ja, so was dann auch davon wieder. Der Strada, der kennen wir ja schon aus DLC. Der hier, der Armor Truck. Natürlich auch Felgenfarben, zwei Stück. Moment. Okay, diese Sprühdose ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber gut. Frontladeranbau, natürlich gibt es eine Reifenvariante. Einmal mit Radgewichten. Breitreifen, na, hier nochmal. So. Und Breitreifen und Radgewichte, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung komplett und Pflegebereifung. Genau. Gut, dann der, was ist von denen? Kompaktaktoren schon mal. Dann der 7200 Pro. Übrigens, ich habe, na wohl, mach mal, sag ich gleich. Einmal auch normal Michelin. Gerade nennt das ja immer Michelin. Und ja, Teleborg und Michelin. Fangen wir mit Teleborg mal an. Aber die normalen Standard, die Breitreifen, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung komplett, Pflegebereifung, Zwillingspflegebereifung, Zwillingspflegebereifung vorne, vielleicht komplett und ja, Radgewichte, Breitreifen plus Radgewichte und Standard. Dann vom Michelin. Normal Breitreifen und ich muss sagen, ich finde die Breitreifen ja davon so krass irgendwie, ne? Naja. Auf jeden Fall, ich habe geguckt, den gibt es wirklich als Vierzylinder mit 170 und 214 PS und den gibt es als Sechszylinder, deshalb geht der Preis auch dann so schnell hoch. Mit 255 und 200 60 PS. Ist krass, die kleine, der alte kleine Schlepper hier. Na gut, warte mal. Sieht doch schon so richtig wuppig aus, nenne ich es jetzt mal. Halt so wuchtig, nicht wuppig. Na gut. Dann der Maxum. Gibt's natürlich auch Teleborg und Nokia. Standard mit Radgewichten. Breitreifen mit Radgewichte, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung komplett und Standard. Dann natürlich auch mit verschiedenen Motorausführungen. Ja, halt mit 140,
145, 155, 169 und 175. Genau. Dann Frontlader hat der Kleine natürlich auch. Kleine Schnucklige. Jo. Gut, dann der Steyr Profi CVT. Mit Teleborg und Nokia. Teleborg natürlich wieder die Radgewichte. Breitreifen. Breitreifen und Radgewichte. Pflegebereifung. Zwillingsbereifung hinten. Zwillingsbereifung vorne. Und Standard, ey, ich sag euch, danach kann ich das auswendig, ne? Dann natürlich noch mit verschiedenen Motorausführungen mit 145 und 175 PS. Hat natürlich auch einen Frontlader. Der 6M. Jo, gibt's mit Gewichten vorne. Also, ja, weil er hat ja keine 3-Punkt. Da muss man schon zum 6R greifen. Dann Teleborg natürlich und Nokia. Mit Teleborg hat er einen Standard-Breitreifen, Pflegebereifung, Doppelbereifung hinten, Doppelbereifung komplett, Radgewichte hinten, Breitreifen plus Radgewichte und Standard. Ja. Dann Motorausführung gibt es als 6M mit 142 PS, 153, 164. Ja. Dann der Fast Track. 4.220. Genau, jetzt einmal mit Teleborg und Nokia. Reifenvariante mit Breitreifen, Zwillingsbereifung, Pflegebereifung und Standard. Frontladeranbau. Jupp, hada. Gut, dann der 6R. Ne, der hat jetzt hier vorne Hubwerk. Gibt es mit 280 PS. 300 und ja, genau, 280 und 300. Frontladeranbau hat er natürlich auch hier. Reifenvariante ist Standard. Breitreifen, die sind schon wuchtig, muss man sagen. Zwillingsreifung nur hinten. Irgendwie ist das kunterbunt gemixt hier, ne? Radgewichte, Breitreifen und Radgewichte und Standard. Das wäre es dann auch davon. Dann der Großtraktoren, der 7R, auch von Marke Teleborg und Michelin. Genau, die beiden. Einmal mit Standard, halt bei Michelin, Standard, Breitreifen. Ich finde es auch lustig, dass dann zum einen das Schutzblech breiter geht und oben diese Warntafeln sind. Ne? Geht er dann echt über 4 Meter oder was? Nichts Falsches sagen. Waren das 4 Meter? 3,50. 3,50 Außenbreite, oder? Warte, warte, warte. 3,75. Ich habe meinen Führerschein irgendwie nicht verdient, ne? Egal. Na, gibt's hier. Bei Teleborg mit Radgewichten. Breitreifen auch. Ne, Breitreifen und Radgewichte. Zwillingsbereifung hinten. Oder halt, Zwillingsbereifung komplett. Zwillingsbereifung hinten. Und Standard. 6R, dann gibt es natürlich auch verschiedene Motorausführungen mit 269, 290 und 305 und 352 und natürlich auch noch 352. Und jetzt haben wir es. Für Motorausführungen der hat. Uiuiui. Ist echt für ihn was dabei. Gut. So wie dazu. Dann die kennen wir auch schon. Den auch. Da, da, da. Gut, dann da. 8R, gibt's auch mit Teleborg. Und nur Teleborg. Nee, falsch. Hier, auch mit Michelin. Genau, fangen wir mit Teleborg einfach an. Teleborg, Michelin, Teleborg vom Mann. Reifenvariante Standard, Breitreifen, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung komplett, Zwillingsbereifung hinten und Standard. Irgendwie, jeder macht das anders, ne? Kunterbunt gemixt. Man merkt, dass verschiedene Leute dran gearbeitet haben, ne? Na egal. Von 290 PS zu 342 PS zu 394 PS und 450 PS. Jo. Diese verschiedenen Varianten gibt's. Dann der große Fast Track. Jetzt auch Teleborg und Nokia. Und Michelin.
Genau, Michelin hier, die dicken Schlappen, Nokia, die hier und Teleborg hat auch noch ein paar Breitreifen, aber da gefallen mir die von Michelin deutlich besser. Also, sind schon dicke Schlappen, ja. Gut, dann wär's das auch zu dem. Der Magnum war ja schon dabei, der 1050. Gibt es als Teleborg, Michelin, genau. Teleborg und Michelin, ich dachte, ich brauche auch Nokia. Na egal. Fahren wir Teleborg an. Radgewichte gibt's. Breitreifen und Radgewichte. Zwillingsbereifung komplett, Zwilling und Standard. Okay. Bei Michelin gibt es Standard, Radgewichte, Breitreifen und Radgewichte. Zwillingsbereifung komplett und ja. Motorausführungen sind, ist jeder dabei. Boah, hoffentlich weiß ich noch jeder. Also der 1083 mit 396 PS, der 1042 mit 435 PS und der 1046 mit 436 PS und der 1050 mit 517 PS. War nicht noch eine 1040er Variante? Weiß ich gar nicht. Schreibt es in die Kommentare. Genau. Jo, so viel dazu. Dann die der 8RT-Serie gibt's im Standard oder mit 300 Kilo Frontgewicht und mit maximal. Ich lache gerade so, weil wofür braucht die Karre ein Frontgewicht, ne? Also ich meine, der hat ja so eine lange Schnauze da vorne, da ist ja der Motor, der drückt ja vorne alles runter, da kannst du ja hinten, wer weiß was dranhängen, also. Man hat's, kann man als Kuhfänger nehmen, ne? Na gut, 1100 Kilo gibt's. Dann die verschiedenen Motorausführungen von 394 PS bis zu 200, zu 420. Mehr gibt's nicht. Okay. Mehr gibt's nicht. Reifenvariante Standard oder 3 Meter breit. Finde ich ja schon cool, dass sie das eingebaut haben. Dann der hier das gleiche. Oder nicht das gleiche, aber ne, der hier hat auch 380 PS, 405, 431. Genau. Da hat hier auch 3 Meter, ne? Das gefällt mir. Bin Fan. Der hier wird nicht besonders anders sein. Genau, der hat die gleichen PS-Zahlen und hat auch die 3-Meter-Variante. Genau. Dann will ich gerade mal gucken, der hat dann auch 3 Meter, ne? Oh, geil. Aber den kennen wir ja schon. Den hier kennen wir noch nicht. Sind eigentlich die gleichen, aber hey. Ja, von 442 PS zu 536 zu 592 zu 646. Jo. Hat der Quadrat gerade auch 3? Nee. Egal. Jo, das wär's mit den Traktoren. Wir sind noch nicht fertig. Ein bisschen müssen wir noch. Der Hulk kann man auch nur Hauptfarbe ändern. Von Strada hat er die. Genau. Der Runner hieß der. Runner. Roadrunner. Roadrunner. Meep, meep. Das war der falsche. Schade. Das wäre so lustig gewesen, hätte er so ein Miep Miep dann gehabt. Okay, haben leider beide so einen. Oh, das wäre so lustig, so Roadrunner. Miep Miep. Egal. LKW, die beiden. Jo. Der hier war ja schon drin, der hier auch, der hier auch. Genau. Dann Mähdrescher. Der hier kann nichts verändern. Der hier kann auch nichts verändern. Der war schon dabei, hoffentlich. Der hier hat Teleborg oder Michelin. Ich nenne die Michelin einfach. Bei Michelin normal oder Breitreifen oder Bandlaufwerk. So ein komisches irgendwie. Egal. Und Standard halt, ja. Genau, dann von Teleborg auch Standard. Ich gehe nochmal so näher ran. Breitreifen, auch Bandlaufwerk und Standard. Genau. Dann hier
Und wie gesagt, halt der Rostelmarsch habe ich rausgelassen, weil der gibt es ja als Sitzzimmer, als DLC, als gratis Ding. Genau dann. Zwillingsbereifung. Ich finde es ja lustig, wie dann das Ding da weiter draußen gesetzt wird, ne? Wenn du abmachen willst, musst du erstmal das Ding wieder reinbauen. Geht das? Ach ja, lol, das ist so. Ah. Klug. Da hinten gibt's auch. Oh, ich find diesen 3D-Shop so cool. Na gut, auf jeden Fall Zwillingsbereifung, Bandlaufwerk, Breitreifen, ja, und Standard. Genau. Gut, dann der kam auch schon, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Okay, das ist der 240er. Es gibt ja, glaube ich, auch noch einen 250er jetzt, ne? Der war so ein bisschen überarbeitet sein soll und vorne irgendwie alles breiter oder mit 3 Meter besser und so. Egal. Der Ideal. Puh. Na gut, gibt's als Fendt, Marcel Ferguson und Challenger. Das habe ich gar nicht gewusst, aber man lernt immer was dazu. Genau, und dann wie gesagt hier als 8er und als 9er Variante. Dann hat er ein bisschen mehr PS. Genau. Hat den größten Kontakt mit 17.100 Litern. Ne, hier, die haben alle weniger. Und ja, ansonsten ist halt der Ideal. Übrigens, was ich mal kurz, nur kurz reinschiebe, das Schneidwerk finde ich halt schade, dass es kein irgendwie Idealschneidwerk gibt, weil Größe ist 12 Meter. Ne, hier einmal mit für Sojabohnen geeignet und einmal hier normal. Oder, ah ne, das ist für Sojabohnen geeignet und das hier ist normal. Ja, na egal, aber fahrt in einem anderen Video. Dann Feldhäcksler. Jetzt auch hier, den hier von Rostelmarsch mit Standard- und Breitreifen. Der WX1180. Der Reifenhersteller Mittas. Ja, warte mal, Mittas, Teleborg, Michelin. Genau. Machen wir einfach mit Mittas. Hier Standard- und Breitreifen. Teleborg, Breitreifen und Standard auch hier. Und Michelin auch. Breitreifen und Standard. Die Breitreifen sehen irgendwie so komisch aus. Da ist der Winkel so stark. Ja. Wenn es so ist, dann ist es so. Genau, dann Entladerohr gibt es Standard und extra. Was? Langes Entladerohr. Entladerohr? Ist das nicht eigentlich? Egal. Ja, ist halt dann länger, wie es schon sagt. Ich weiß jetzt nicht, wie inwiefern das auf die Wurfweite wirklich Einfluss hat, aber ist es größer, ist es länger, ist besser, würde ich sagen. Wenn nicht, sieht es schicker aus. Na gut. Ist Geschmackssache. Egal. Gut, dann haben wir aber schon alle Maschinen aktuell durch hier, ne? Jo, genau, da. Hexer war der letzte. Gut, die anderen Maschinen machen wir in einem extra Video. Ne, falsch. Wir machen jetzt noch Kartoffel, Rübentechnik und Zuckerrohrtechnik. Den Rest machen wir in einem anderen Video, okay? Machen wir so. Bis gleich. Aber wisst ihr was, Leute? Mir ist aufgefallen, das sind jetzt noch so wenig Maschinen, das machen wir alles in einen Rutsch weg. Dann haben wir es hinter uns. Jo, wir fangen wieder an mit dem. Von Grimme, der war ja. Was? Variton 470 Platin. Ich muss sagen, diese Laufphysik ist, ja, gewinnungsbedürftig. Gut, dann der Case. Ich habe die ja nacheinander einfach gekauft und hingestellt, ne? Und der kleine New Holland, die hat sie mit reingequetscht. Na gut, der New Holland L218. Genau. Dann der Case, wie heißt die Kinder? Da. Modul Express, ja, hören Sie bitte auf zu pfeifen, danke. Modul Express 635. Oh, der Baumwollernter. Dann der MAN-TGS, müsste das sein? Ne, TGX. Der TGS ist der Dings, ne? Genau, TGS. Dann der Komatsu 857, der Komatsu 931 XC. Können Sie bitte aufhören, hier meine Aufnahme zu pfeifen? Also,
Mann. Dann der Strautmann Fertimix 1702 SF Double. Double steht wahrscheinlich genau für zwei Dinge da hinten. Dann der Kramer KL30.8T. Dann der Manitou. Der Manitou. Manitou 500, 533, 140 V plus, so ungefähr. Genau, dann der Big M 580, nee, 480, 450, 450, 450, ja. Genau, dann der New Holland W190D und der kleine Manitou MC 18-4. Ich finde den süß irgendwie. Egal. Latschen wir wieder nach hier vorne. Dann natürlich nicht zu vergessen der Manitou, der Master Ferguson 9407S. Der Manitou. Wo steht's? Manitou MLT 737-130 PS Plus. Übrigens, ihr braucht PS Plus für den Multiplayer, ne? Möchte ich nur nochmal an der Stelle erwähnt haben. Halt für Konsole, ne? Dann der von New Holland, der C232. Genau. Dann der Pickup, der kleine und der große. Steht keine Typenzeichnung drauf. Jo, genau, so viel dazu. Dann, fangen wir hier an. Der Variator. Der hat, kann nichts umändern, aber ich muss sagen, allein wie der hier steht, das sieht schon geil aus, ne? Also das hat was. Genau, dann Baumwolltechnik, auch hier der Case kann nichts, aber na, wohl kann nichts können, kann man von so einer brachialen Maschine nicht reden, aber es sieht schick aus. Und ich frage mich ja, wann, ob jemand einen so großen Mod baut, der was dann das Limit dieser Garage ja erreicht. Ich bin gespannt. Naja, Baumwoll, dann haben wir Rübentechnik, kennen wir eigentlich alles schon. Nichts großartig Neues dabei, kennen wir alles schon aus DLCs und normal, genau. Dann Zuckerrüben, ach ja, kennen wir auch schon, genau, da war ich auch schon als DLC und Co. Den hatte ich gerade, dann hier den MAN TGX, kann man nur Hauptfarbe hier verändern halt. So ein MAN Rot zu irgendwas anderem halt, ja. Der Komatsu kann man die Reifen ändern, entweder Teleborg oder Oslo vor. No, Teleborg gibt es noch Standard und da gibt es hier die verschiedenen Ketten. Genau. Muss man ein bisschen genauer hingucken. Habe ich eigentlich schon mal. Okay, warte mal. Das ist X, das ist Kovacs, Magnum oder wie auch immer, Echo Track, Evo, Baltic und nochmal X. Alle gesehen? Gut. Dann beim Buffalo gibt es eigentlich. Das sind auch diese blauen Ketten dran. Na gut. Dann hier der Komatsu, der wird das gleiche haben. Also wieder genau hingucken. Echo Track, Evo Balance, X, Kovacs, Magnum. Eco-Track, ja genau. Perfekt. Jo, dann Vierhaltung hier. Der kann auch nichts konfigurieren, aber oh, schicker Futtermischer. Habe ich auch übrigens auch mal die Drecktextur von angeschaut. Das sieht richtig cool aus. Also das sieht irgendwie aus wie hinten, als wäre Kalk dran. Und vorne die, da wo man halt die Sallage reinmacht, ne, das Ding, da vorne halt, der Arm. Der ist auch so leicht, der hängt noch so ein bisschen, Silage dran, genau. Das war das Wort. Genau, Pflanzenschutz kennen wir auch beides schon. Genau. Mähtechnik, der Big M, kann man leider nichts dran verändern. Ich würde. Lustig wäre ja einfach so von Big M 450 auf Big M 500, aber sind ja beides komplett andere Maschinen. Oder, ja, mehr oder weniger komplett. Frontlader, hier.
Der Kramer, gibt's Teleborg, Reifen, da gehen wir noch näher ran. Teleborg und Nokia. Genau. Schneller fahren tut er dann leider nicht, aber hier. Kompaktlader, gibt's hier den. Kann man nichts verändern. Und den. Kann man auch nichts verändern. Cool wäre, könnte man da noch so ein extra Forstgitter oder bei beiden so ein extra Forstgitter nochmal ranmachen, oder? Naja. Bei Radlader, der hier, kann Michelin, die dicken, Teleborg mit Standard-Zwillingsbereifung, Zwillingspflegebereifung, halt Standard. Nokia, die Reifen. Dann Teleskoplader, der Manitou, kann auch nichts verändern. Ist auch ein nicht veränderbares Maschinending. Dann gibt es ja auch Nokia und Teleborg. Bei dem Messer Ferguson und bei dem Manitou wahrscheinlich das gleiche. Genau. Dann haben wir noch Autos. Der kleine Pickup kann man auch nur die Farbe ändern. Und der große Pickup, da kann man halt Designfarbe. Hier sind halt die Reifen und Hauptfarbe. Dann die hier sind dann natürlich DLCs und Co. Diverses. Der Manitou Gabelstapler. Kann man auch nichts verändern. Den können wir ja, die Navarro-Maus kennen wir ja auch schon aus DLCs. Genau, aus dem Europa-DLC. Und jo. Aber gut, ich würde sagen, das war's von dem Video. Wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie auf zwei teile oder nur auf eins oder. Werden wir sehen. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ja, es war interessant vielleicht. Ihr habt noch das eine oder andere gelernt. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.